Universum-Boxstall in Hamburg trainieren Darius Michalczewski, die Klitschko-Brüder und Co. Ihr Coach Fritz Duneck. Der Erfolgstrainer will, dass sich seine Sportler nicht bloß mit Hanteln und Medizinbällen herumschlagen. Er legt viel Wert auf Koordinations- und Reaktionsübungen. Und das empfiehlt er nicht nur seinen Jungs. Und da können auch Hobbysportler zu Hause einiges ohne großen Aufwand, ohne großen materiellen Aufwand solche Übungen zu Hause auch selbstständig machen. Oder wenn man eine Laufgruppe ist, mit den Partnern im Wald so bestimmte Übungen machen. Das macht Sinn. Zum Beispiel, weil viele lieber auf Wald- und Feldwegen joggen. Zum Joggen ist natürlich auch mit entscheidend, dass dort auch eine gewisse Beweglichkeit vorhanden ist, auch eine Gewandtheit, Geschicklichkeit, damit man nicht gleich über jedes Hindernis fällt oder stolpert oder umknickt. Und dazu sind natürlich die Gleichgewichtsübungen von entscheidender Bedeutung da. Ne? Und da lässt sich natürlich auch eine Vielzahl von Übungen dort zeigen, wie man so etwas schulen kann. Heute trainiert Stunek mit Steffen Küchler. Der mehrmalige deutsche Meister zeigt, worum es sich bei Stuneks Lieblingsübung dreht. 10-mal rechtsrum rotieren, Kopf nach oben. Und 10-mal Kopf nach unten. Und wenn einem richtig schön schwindelig ist, kommt die Gegenüberstellung. Jetzt noch den Ball fangen. Gar nicht so einfach. Aber eine gute Koordinations- und Reaktionsübung. Wie gut Ihre Koordination ist, können Sie übrigens ganz einfach testen. Zuerst die Schuhe aus. Mindestanforderung: 5 Sekunden auf einem Bein die Balance halten. Für Fortgeschrittene: Balance halten bei geschlossenen Augen. Sehr gut. Bei geschlossenen Augen Kopf in den Nacken legen. Ein guter Koordinationscheck und gleichzeitig eine Übung, die selbst Profis manchmal schwerfällt. Schlag auf Schlag geht es weiter. Wer nicht schnell genug ist, bekommt was auf die Finger. Reaktion ist gefragt. Und jetzt heißt es wieder am Ball bleiben. Erst im letzten Augenblick sieht Steffen Küchler, wohin er greifen muss. Eine Alternative: wegducken. Und nach all den Koordinations- und Reaktionsübungen darf Steffen sich nach Lust und Laune austoben.